Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, Folge 700 in Deutschland. Wir schauen uns heute hier in der Oase vor allem die Pferde an, die wir hier stehen haben. Momentan steht hier noch ein weiteres Arnel-Engel-Pferd. Den haben wir ja für unser Abo, Jahresabo bekommen. Und ja, der Gute wird trainiert, hat nicht mehr viel, bis er Level 15 hat und dann. Ja, wird uns leider verlassen müssen. Er kriegt jetzt nochmal den Eisläufer, okay. Und ich glaube, ich habe ihn noch gar nicht am Glücksrad gedreht, so wie es aussieht. Er kriegt jetzt auch noch Ausdauer auf Gold. Das ist natürlich an sich schön, aber. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob wir einen Hengst oder eine Stute auf Stufe 1 haben. Müsste aber, glaube ich, eine Stute. Nee, ein Hengst sein, weil wir Stute, meine ich, auf Stufe 3 hatten. Das heißt, er wird nicht bleiben. Aber momentan gehört er dazu. Dann haben wir hier aktuell noch eine Lady Cancer stehen. Unsere zweite Stufe 1 Krebsstute, die haben wir uns geholt, weil wir noch genug Punkte hatten und wir beim Kentucky Derby ja die Punkte dann noch ausgegeben haben und dann hat es sich einfach mit am meisten gelohnt, noch ein Pferd zu holen, das wir dann trainieren und verkaufen für Diamanten. Momentan würde sie uns 61 Diamanten bringen, da wir aber Platz momentan so ein paar Plätzchen haben zum Trainieren, kann sie ruhig noch ein Level, vielleicht sogar zwei machen. Und wir brauchen ja die Stufe, also zumindest wenn wir hier nach dem Quarterhouse gehen, brauchen wir die Generation 1 Sternzeichen ja auch, um die Eventpferde hier zu züchten, die Geisterpferde. Mal gucken, vielleicht braucht man Krebs, ich weiß es noch nicht. Deswegen bleibt sie hier auf jeden Fall noch mal ein paar Tage stehen, auch wenn sie dann austrainiert sein sollte. So, das Laden dauert jetzt recht lange. Aha. Ja, hier haben wir momentan 75 Plätze, 74 davon sind belegt. Das heißt, wir werden uns nicht so lange aufhalten und werden uns einfach mal gleich, ja, wenn das Glücksrad durch ist, die Pferde anschauen, die hier momentan stehen. Es hat sich ja ein bisschen was geändert. Es sind ja viele Pferde nach Montana und nach Frankreich gezogen und haben hier dann halt Platz gemacht für die, ja, für mehr exklusive Pferde. Ich weiß auch nicht, ob wir ihn behalten werden. Und Fiona macht den Anfang. Das müsste unsere Fiona Derby Stute Stufe 3 sein. Genau. Die gute Fiona ist ja auch schon ein bisschen länger bei uns. Dann haben wir hier das Arnel-Engelpferd Hengstchen. Der Mike, den dürften wir noch nicht allzu lange haben. Ich meine, den haben wir erst später noch nachgezüchtet. Dann haben wir Peach. Das Siegesderby. Stufe 3 Stütchen. Dann haben wir Nadira, ein Metti-Event-Pferd. Muss nur mal gucken, welche Stufe sie hat. Stufe 3. Dann haben wir hier die Heiligkeit Stufe 2. Der Mikey, der ist ja noch nicht so lange dabei. Aber ich finde, in der Box sah er irgendwie schön aus. Hier ist es auch mit dem Hals. Ja, ihn haben wir dann auch erst im Kentucky Derby, oder die Stufe 1er haben wir erst im Kentucky Derby erwerben können. Und ja, haben jetzt mittlerweile auch Stufe 3. Hier kommt unsere Steinbock-Zuchtstute Leda, Stufe 2. Wir versuchen ja immer noch verzweifelt, Stufe 3 endlich zu bekommen. So, dann haben wir hier ein Cowboy, Stufe 2 Pferd, die Nafa. Ja, irgendwie konnte ich mich auch noch nicht von ihr trennen. Aber mal schauen, wie lange das noch so geht. Lady Aries, unser Widderstütchen Stufe 1. Die haben wir auch im Kentucky Derby erwerben können und da müssen wir dann nochmal züchten. Aber ja, momentan haben die anderen Eventpferde Vorrang. Dann haben wir hier Dodo, ein Dankbarkeitspferd, Stufe 3.
Dann haben wir noch ein Cowboy Stufe 1 Stütchen, die Millie. Da steht auch VK hinter. Zur Not müsste ich wahrscheinlich dann sie eher verkaufen. Aber ja, irgendwie kann ich mich von den Cowboys noch nicht so richtig trennen. Ebony haben wir hier, ein Lipizzaner Stufe 2 Stütchen. Dann haben wir hier noch den Billy, ein Dankbarkeitshengst Stufe 1. Flora. Flora ist ein Edi-Eventpferd Stufe 3. Trägt auch den passenden Sattel zu ihr. Und Kasper, ein Halloween-Hengst Stufe 1. Der müsste schon länger dabei sein, auf jeden Fall. Hekuba, Eisderby Stufe. Stufe 2. Stufe 2, die ist noch nicht lange da. Wir haben das Eisderby Stufe 4 für Diamanten aus der Dressur. Den Dressursieger gekauft und das war extrem teuer. Aber ich bin irgendwie ganz froh, dass wir die Eisderbys jetzt haben. Dann haben wir noch ein Dylan Derby Pferd. Stübchen. Stufe 1 wahrscheinlich, ja. Dylan Derby Stufe 1. Dann haben wir hier unseren Angel. Das wird dann unser Anel Engel Pferd Hengst Stufe 1 sein. Genau. Er ist austrainiert, also auch der andere würde uns dann 77 Diamanten bringen. Dann haben wir hier Trojan, ein Isabella Derby. Ist das? Ja, Isabella Derby Stufe 2 Hengst. Dann haben wir noch Fargo Derby Stütchen. Müsste Stufe 1 sein. Genau, Stufe 1. Dann Gold Fever. Gold Fever Kamari Derby Hengst Stufe 3. Oh, er sieht jetzt von der Seite so ein bisschen. Also, das Kamari Derby ist eigentlich mein absoluter Favorit bei den exklusiven Pferden. Ja, er ist auf Diamanten und Werte trainiert, in Tempo, Ausdauer, Sprung und er hat den Donnerhuf auf Diamant und hat uns da auch schon bei einigen Rennen unterstützt. Dann haben wir hier die Alice. Alice fährt Stufe 3. Dann haben wir noch Jane, ein Dankbarkeitspferd Stufe 2. Ja, die Dankbarkeitspferde sind auch einfach wunderschön. Finde ich. Dann haben wir hier momentan noch den Ino, Steinbock, Generation 2, Stufe 1 Hengst. Einfach dadurch, dass wir noch kein Stufe 3er gezüchtet haben, weiß ich noch nicht, ob wir Hengst oder Stute von Stufe 1 behalten. Deswegen wird uns auch noch die Stute hier begegnen. Yorkshire, unser Fargo Derby Hengst, Stufe 3. Dann haben wir noch Fiona, ein Fiona Hengst, Stufe 1. Dann haben wir Black Beauty, ein exklusiver Araber Stufe 1. Dann ist hier Daisy. Daisy müsste ein exklusives Shetty sein, Stufe 3. Ja. Dann der Len, unsere exklusive wieder Hengstchen Stufe 1. Ne, Stufe 3. Er Stufe 3 ist legendär. Velvet, ein Peter Derby Hengst Stufe 2. Ne, Stute. Stute Stufe 2, ja. Was ist denn hier los? Dann haben wir eine exklusive wieder Stufe 1 Stütchen, die Lisa. Die war vorher, glaube ich, auch in der Fantasie, auf der Fantasieinsel in der Oase. Jetzt ist sie aber hier bei dem Hengst. Dann haben wir Arthur, ein Cowboy Hengst Stufe 3. Er trägt auch das Set. Ja, da stört mir eigentlich nur dieses Aufziehrädchen da oben. Dann haben wir Romeo, unser Eisderby-Hengst Stufe 4, den wir ja für, ich glaube, 4.500 Diamanten gekauft haben. Extrem teuer, aber er ist auch ein schicker Kerl. Dann haben wir noch die Gem. Das müsste Stufe 3 sein von den Eisderbys. Ja, genau. Ein Stütchen, Stufe 3. Dann haben wir Layana. Bei Layana muss ich selber nochmal schauen. Klassischer General, Stufe 2. Dann haben wir Ginger, exklusives englisches Vollblutstütchen, Stufe 1. Dann haben wir noch Wings, ein Dankbarkeitspferd, Stufe 3 Stütchen.
Dann haben wir Tiger, ein Peter Derby Hengst, Stufe 3. Dann haben wir noch Edi, ein Edi Event Stütchen, Stufe 1. Gaia, ein Gaia Pferd, Stufe 3, Stütchen. Die ist auch noch nicht so lange dabei. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir sie auch erhalten haben. Erstmal die Stufe 1er, damit wir überhaupt züchten konnten. Dann haben wir Pepper, ein Edi-Event-Pferd, Hengst, Stufe 2. Dann haben wir André. Ich weiß gar nicht, ist das der General? Ne, Dylon Derby, Stufe 3. Dylon Derby. Dann haben wir Sassy, die Heiligkeitsstute, die wir aus dem Kentucky Derby 2020 bekommen haben. Unsere Zuchtstute. Dann Claire, unser Gaia-Stütchen, Stufe 1, haben wir auch beim Event bekommen. Und mit ihr haben wir dann ja auch die Gaias züchten können. Dann haben wir noch Philippe. Philippe müsste ein Isabella-Derby-Pferd sein. Hengstchen, Stufe 1. Genau. Dann steht hier schon VK dran. Der wird nicht ewig hier bleiben. Unser Wassermann, Stufe 1, ein Hengst. Der muss noch, ja, ein Level sollte er vielleicht noch machen. Dann können wir ihn verkaufen. Chianti, unser exklusives Araber-Stütchen, Stufe 3. Das Gegenstück zu unserem Black Beauty. Dann haben wir Galaxy. Noch eine Galaxy. Galaxy-Stütchen. Und sie ist ein himmelblaues Derby-Pferd, Stufe 3. Dann haben wir noch Knight. Ein Ritter, Stufe 1. Ja, Ritter, Stufe 1. Ja, dann unser Steinbock, Zuchthengst, Stufe 2. Dann haben wir noch Mirscha hier. Ein exklusives Fabelhaft-Pferd. Stufe 1 müsste sie sein. Ja, Stufe 1. Madame Capricorn, ein Steinbock-Stütchen, Generation 2, Stufe 1. Ja, auch bei ihr. Ja, wir warten ja auf Stufe 3 und dann gucken wir mal, ob wir Hengst oder Stute behalten. Dann haben wir Isabella, ein Isabella-Derby-Pferd, Stufe 3. Dann haben wir hier noch Atraxi, ein Champ-Derby, Stufe 3-Pferd, eine Stute. Dann mal hier unser Alice-Hengstchen, Stufe 2, den ich auf jeden Fall nicht hergeben möchte. Irgendwie finde ich Stufe 2 von den Alice-Pferden am coolsten. Dann haben wir Derby. Ein Halloween-Stütchen, Stufe 3. Und sie hat auch diese coole Scheckung. Dann kommt das nächste Kamari-Derby-Pferd Fancy, Stufe 2, Stute. Dann haben wir ein Eis-Derby-Stütchen, Stufe 1, Satin. Und ich finde Stufe 1 und Stufe 4 von den Eis-Derbys wirklich am schönsten, muss ich sagen. Dann haben wir Murphy. Das müsste unser Anael Engelpferd Stufe 2 Hengst sein. Stufe, genau, Stufe 1 und 3 haben wir ja auch schon gesehen. Sir Cancer, hier das gleiche Spiel, er musste erstmal irgendwo untergestellt werden. Mit ihm müssen wir auf jeden Fall noch weiter züchten. Von den Generation 1er Krebsen haben wir ja noch keinen Stufe 2 und keinen Stufe 3er. Dann haben wir Cheyenne. So, und Cheyenne ist aber ein exklusives englisches Vollblut, Stufe 3, also das Gegenstück zu unserer Ginger. Dann haben wir Janus, unser Heiligkeitshengst, Stufe 3. Der ja auch noch wirklich nicht lange bei uns ist. Dann haben wir Maleus hier, unser Engelpferd, Stufe 3, Stütchen. Dann haben wir Gwendolyn. Ein hübsch, Stufe 3, Stütchen. Dann haben wir Hera. Hera ist die Stiefmutter Stufe 1. Böse Stiefmutter, genau. Böse Stiefmutter, Stute Stufe 1. Und der Knight müsste dann Stufe 3 sein. Stiefmutter Stufe 3. Dann haben wir hier noch ein Kamari Derby Hengst Stufe 1. Den ich auch eigentlich wunderschön finde. Dann haben wir Austin, unseren Cowboy Stufe 1 Hengst. Und ja, er ist eigentlich der Grund, warum wir unsere Stute Stufe 1 verkaufen könnten.
ja, lange wird das auch nicht mehr so sein, dass sie alle hier sind. Adonis, Champ Derby, Hengst, Stufe 1. Dann habe ich momentan noch die Pearl hier. Pearl wäre theoretisch auch ein Pferd, das wir verkaufen könnten, aber ich finde sie einfach auch wunderschön. Wir haben ja englisches Vollblut, Stufe 4 Stütchen, die Lelaps in Frankreich stehen. Und aber irgendwie konnte ich mich von ihr jetzt doch noch nicht trennen. Die habe ich eigentlich trainiert zum Verkaufen, habe mich dann aber umentschieden, habe sie behalten und habe Yolandi verkauft. Also erstmal noch trainiert und verkauft. Ja, irgendwie so ein Hin und Her, aber von ihr konnte ich mich irgendwie noch nicht trennen. Nee, das wollten wir jetzt nicht. Ich wollte jetzt den Owen herholen. Hübsch, Stufe 1 Hengst. Dann haben wir Merrylegs, ein exklusives Shetland-Pony, Stufe 1 Hengst. Ja, die, die Black Beauty-Pferde habe ich alle auf Stufe 1, so wie wir sie bekommen haben, behalten. Und habe dann geschaut, dass wir Stufe 3 als Gegenstück dazu züchten. Dann haben wir noch Gaia Hengst Remo, Stufe 3. Safa ist unsere Ehre-Stute, Stufe 2. Die ist ja auch noch nicht lange da. Das Ehre-Pferd gab es ja erst beim Kentucky Derby 2020. Und wir haben den Aspiranto noch hier stehen. Ein exklusiver Gelderländer Hengst, Stufe 3. Und der ist einfach wunderschön. Ich finde es ein bisschen schade, dass er nur mystisch ist. Den hätte ich sonst auch gerne nochmal trainiert für Rennen. Ja. Und damit sind wir hier auch schon wieder durch. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal in Großbritannien wieder. Da sehen wir dann sehr, sehr viele Sternzeichen, Konstellationspferde. Und ja, ich würde sagen, bis dann. Tschüss.